Das ist das Kernlager hier am Marum. Hier in dieser kühlen Halle sind auch unsere Kerne gelagert. Da nehmen wir uns jetzt ein paar von mit. Das sind Sedimentkerne aus dem Roten Meer. Da ist auch eine sehr schöne große Carbonatplattform, deshalb interessieren wir uns für diese Gegend. Wir haben die geborgen im September und Oktober 2023, wo wir mit dem deutschen Forschungsschiff Meteor waren. Um die Kerne dann zu bearbeiten, müssen wir sie erstmal beschreiben, also dokumentieren, was für Material wir haben. Weil später werden sehr viele verschiedene Wissenschaftler mit ihrer jeweiligen Expertise verschiedene Dinge anschauen. Also manche schauen sich an, was für Schalenreste wir drin haben, andere schauen sich an, welche organischen Signaturen wir drin haben. Da sind auch vulkanische Komponenten drin. Und natürlich müssen wir das alles auch datieren. Als Carbonatsedimentologe, Geologe, ist für mich der Sedimentbericht oder der Fossilbericht ein Schlüssel für die Lebewelt der Vergangenheit. Also wir lesen Klima ab über Organismenschalen in den Sedimenten. Die sind jetzt frisch geteilt erst und da muss man erstmal die Oberfläche ein bisschen glätten. Und dann kommen plötzlich diese ganzen feinen Strukturen raus, wie zum Beispiel hier diese hellen Flecken. Das ist von Organismen hier reingeschleppt, die das Ganze durchbohrt haben oder durchwühlt haben. Und dann ziehen die von oben das hellere Sediment runter in das dunklere, was uns zeigt, dass dieser Meeresboden eben bewohnt war. Während den anderen Kernen, da haben wir ganz, ganz feine Schichtung oder Laminierung, was uns zeigt, dass der Meeresboden da lebensfeindlich ist und keine Organismen gelebt haben. Uns interessiert am Roten Meer die Geschichte der Lebewelt. Wie kamen Organismen in der Vergangenheit damit klar, dass im Roten Meer die Wassertemperaturen höher sind als heute und das Rote Meer ist auch salziger als der Weltozean. Wir können eben diese längerfristigen Dynamiken besser verstehen, was sehr wichtig ist, um Resilienz zu verstehen oder Anpassung von Ökosystemen auf Stressbedingungen. Also von dem her ist es immer eine Klimageschichte und immer eine Lebeweltgeschichte und das Ganze zusammengeführt ist eben eine ökologische Geschichte.